Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein Fragen- und Antworten-Video für euch, um euch ziemlich häufig gestellte Fragen zu beantworten. Ich wollte ja auch eigentlich ein Snapchat-Fragen- und Antworten-Video machen, aber das hat leider überhaupt nicht funktioniert, weil Snapchat dann die ganzen Snaps einfach geöffnet hat. Ich konnte sie mir nicht mehr anschauen und das war total chaotisch. Nochmal ganz kurz. Ich habe ja schon mal zwei andere Fragen- und Antworten-Videos gedreht und auch ein Faktenvideo über ein Espresso, über mich und über meine Mama gedreht. Und da sind schon so viele Sachen beantwortet, wie Espressos, Abstammung, Rasse, Farbe, bla bla bla. Und das muss ich ja nicht in jedem Video neu beantworten, also die könnt ihr euch auch gerne anschauen und ich werde die auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Die erste Frage, die ziemlich häufig gestellt wurde, ist, wie oft ich beim Espresso bin und wie lange ich dann da brauche. Also ich bin eigentlich jeden Tag beim Espresso. Wenn ich mal nicht da bin, dann wird er natürlich trotzdem versorgt und wird in die Föhnlage gestellt oder so, aber eigentlich bin ich jeden Tag da. Und je nachdem, was ich dann mache, brauche ich zwischen 45 und, ja, wenn ich trödel, 2, 3, 4 Stunden. Also je nachdem, was ich halt mache. Wenn ich nicht so viel Zeit habe und ihn selbst in die Föhnlage stelle und dabei irgendwas anderes mache, dann brauche ich natürlich nicht so lange. Und wenn ich reite und mir Zeit lasse, dann brauche ich halt länger. Je nachdem, wie viel Zeit ich halt habe. Aber ja, ich bin jeden Tag da. Ich hatte ja auf der einen Seite geschrieben, dass ihr mir gerne auch irgendwelche ausgefallenen und verrückten Fragen schicken könnt. Und da kam eine und die fand ich einfach so witzig. Die muss ich euch mal kurz vorlesen. Wenn du mit Espresso bei einem Ausritt in einen Gullideckel fallen würdest, würdest du A. Panik bekommen, B. die Kanalwelt erforschen oder C. einen Pegasus anrufen, der euch rettet. A. befreit. Sorry, oh, Textmarker. Also ich glaube, ich würde einen Pegasus anrufen, der uns befreit, weil ich die Kanalwelt nicht unbedingt erforschen möchte. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so richtig für das da unten interessieren würde, würde ich mir dann doch lieber von zu Hause aus irgendwelche Videos oder Filme oder Dokumentationen im Fernsehen oder im Internet anschauen, anstatt selbst da unten durch den Knarsch zu laufen. Also ich glaube, ich würde mich lieber vom Pegasus befreien lassen und den Espresso natürlich auch. Möchtest du noch ein zweites Pferd und reitest du aktuell noch andere Pferde außer den Espresso? Ja, ich reite noch andere Pferde aktuell, 2 Stück. Ja, noch 2 andere. Und ein zweites Pferd ist jetzt momentan nicht geplant. Vielleicht irgendwann mal, aber im Moment so nicht. Luisa fragt, wechselst du dich mit deinen Tätigkeiten ab? Ja, natürlich. Ich reite ins Gelände, ich reite Dressur, ich springe, ich lasse ihn laufen, ich longiere ihn. Wir fahren ab und zu auch mal zum Geländetraining, also wir machen alles Mögliche. Ich würde sagen, wir sind abwechslungsreich unterwegs. Und dann wurde noch gefragt, ob ich auf die Equitana Open Air gehe. Ja, ich bin morgen und übermorgen dort, also am Samstag und Sonntag. Ja, und würde mich auf jeden Fall freuen, ganz viele von euch zu treffen. Christina fragt, ob ich mal mit dem Espresso irgendwo Urlaub machen möchte. Ja, würde ich so gerne. Ich möchte unbedingt mal mit ihm ans Meer. Unbedingt, 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 unbedingt. Ich wollte schon immer mal am Meer reiten und unbedingt mal mit dem Espresso. Also, ja, will ich unbedingt. Irgendwo Nordsee, Ostsee, Niederlande, keine Ahnung, irgendwo, wo man es machen kann. Also, falls ihr irgendwie schon mal am Meer geritten seid oder irgendwie aus der Gegend kommt oder wisst, wo man das gut mit dem Pferd machen kann, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich lese mir eure Vorschläge gerne durch, weil ich das einfach unbedingt mal machen möchte. Unbedingt! Nächste Frage, die fand ich total süß, die kommt von der Eva Maria und sie hat gefragt, ob ich mich mal mit einer Zuschauerin aus der Umgebung zum Ausreiten treffen würde. Prinzipiell hätte ich da nichts dagegen, aber dadurch, dass der Espresso im Gelände meistens relativ wild ist und Blödsinn macht, wäre das wahrscheinlich kein entspannter Ausritt zum Plaudern. Also da würde ich mich dann eher mal so mit jemandem irgendwo treffen, aber Ausreiten wäre, glaube ich, nicht so das Entspannteste. Hast du schon mal bei Espresso übernachtet? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe aber mal vor vielen, vielen Jahren, als ich meinen Pony noch hatte, beim Pferd gezeltet. Also da haben wir auf einer Wiese im Stall gezeltet. Denise und Lisa und Marie und noch ganz viele andere Leute haben gefragt, ob es schon Momente gab, wo ich Espresso verkaufen wollte und wo ich total verzweifelt mit ihm war. Ja, natürlich war ich schon des Öfteren relativ verzweifelt mit ihm, weil er einem wirklich den letzten Nerv rauben kann. Auch wenn man das jetzt so oft in den Videos und auf Bildern nicht sieht, aber der kann schon wirklich nervig und frech und widerspenstig sein.
Aber so drüber nachgedacht, ihn zu verkaufen, habe ich noch nie. Auch wenn es schon viele Leute zu mir gesagt haben, ja, willst du ihn nicht verkaufen? Und der macht immer so viel Blödsinn und der ärgert dich immer auf dem Turnier und so weiter und so weiter. Aber verkaufen würde ich ihn nie, auch nicht, wenn er jetzt wie andere Leute gefragt haben und reitbar werden würde. Weil das ist einfach mein Espresso. Auch wenn er frech ist, würde ich ihn trotzdem nicht hergeben. Weil ich viel zu viel Angst hätte, dass er in schlechte Hände kommt und schlecht behandelt werden würde. Also verkaufen würde ich ihn nie, auch wenn er nicht mehr reitbar ist. Dann kommt er halt irgendwo auf Koppel und kann sein Leben chillen. Aber verkauft wird der Espresso nicht. Die nächste Frage bezieht sich noch auf unseren Urlaub in der Karibik. Und zwar wurde gefragt, in was für ein Hotel wir waren und wohin ich noch gerne reisen würde. Also unser Hotel hieß Catalonia Gran Dominicus oder so. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich würde da jederzeit wieder hinfahren. Und es war in Bahia Hibe. Und ich würde gerne noch um die ganze Welt reisen. Was hat Espresso schon alles kaputt gemacht? So viel. Abschwitzdecken, Bandagen, Halfter, Winterdecken, Fürstricke, Gamaschen, Sprungglocken. ja, die Liste, die geht alles weiter, ne? Welches Handy hast du? Ich habe ein iPhone 6. Meine Lieblingsfarbe am Espresso kann ich so ganz genau gar nicht sagen. Ich mag generell ja eher knallige Farben und bunte Farben. Kann man zum Glück beim Schwarzen ja auch alles drauf machen. Aber am liebsten habe ich irgendwelche Blautöne. Hellblau, Türkis, Petrol, alle möglichen Blautöne. Ich liebe einfach Blau. Aber Orange mag ich zum Beispiel auch an ihm ganz gerne. Und Grün und Gelb. Möchte deine Mama bald mal Turniere mit dem Espresso reiten? Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Das werdet ihr, glaube ich, mit dem Espresso meiner Mama nie zu sehen bekommen. So, ich glaube, ich habe mir den nächsten Namen nicht richtig aufgeschrieben, aber Strote möchte gern gegrüßt werden. Also, Strote, ich grüße dich hiermit und beantworte dir noch deine Frage, ob Espresso meine Erstwahl war. Und als ich dann neue Pferde ausprobiert habe, habe ich den Espresso, glaube ich, als 10. Pferd oder so ausprobiert. Also ich habe wirklich viele Pferde ausprobiert. Und nachdem ich ihn aber ausprobiert habe, waren die anderen Pferde alle nicht mehr gut. Also ich bin dann so an ihm hängen geblieben und wusste, ihn will ich haben. Obwohl er beim Ausprobieren schon der wildeste und frechste war. Aber irgendwie war er so süß. Janine fragt, ob ich schon mal einen schlimmen Unfall mit dem Espresso hatte. Da muss ich jetzt auf Holz klopfen oder auf mein Laminat. Nein, hatte ich noch nicht. Zum Glück nicht. Aber ich habe schon viele schlimme Unfälle gesehen und bin froh, dass mir da so noch nichts passiert ist. Und dann zu der nächsten Frage, was ist das Schlimmste, was uns denn überhaupt passiert ist? Das waren die Aktionen, wo der Espresso beim Hängerfahren vorne über die Stange drüber gesprungen ist. Das war immer nicht so schön. Da haben wir immer gedacht, wir kriegen den Espresso nicht mehr heil aus dem Hänger raus. Das ist jetzt so eine lange Geschichte. Wenn ihr wollt, kann ich da ja mal ein extra Video drüber drehen und euch ein bisschen was dazu erzählen, zu unserem generellen Hängerproblem, das wir früher hatten. Aber das würde jetzt hier den Rahmen dieses Videos sprengen. Sophie fragt, ob Espresso eine kitzelige Stelle hat. Ja, er ist eigentlich fast am ganzen Körper kitzelig. Deshalb kann er es auch nicht so gut leiden, geputzt zu werden. Am Bauch ist er kitzelig, am Rücken, an der Seite. Das Einzige, was er mag beim Putzen, ist der Kopf. Und Mino und Schweifkämmen. Das mag er auch, aber striegeln und so. Hast du eine Reitbeteiligung für Espresso? Nein, habe ich nicht. Ist Espresso ein Kinderpferd, fragt die Kiri. Nein, ja, nein. Also so im Umgang mit Kindern ist er schon ziemlich lieb. Der merkt das schon, wenn da kleine Kinder irgendwie sind. Und da ist er auch relativ brav. Aber jetzt so fürs Reiten, glaube ich, wäre das nicht so geeignet, weil er halt einfach oft zu wild ist. Aber im Umgang oder auch mal führen und so, das macht er schon total brav mit kleinen Kindern. Ja. Verena fragt, was meine Lieblingseigenart vom Espresso ist und ob ich auch Autogramme verschicken würde. Ja, Autogramme verschicke ich auch. Mein Postfach ist auch in der Infobox, also da könnt ihr mir auch gerne immer hinschreiben. Freue ich mich auch immer sehr drüber und antworte euch dann auch und schicke euch Autogramme zurück. Und meine Lieblingseigenart vom Espresso ist eigentlich, dass er sich immer im Sommer auf den Platz legt und dann einfach schläft und nicht mehr aufsteht, weil es ist einfach immer so süß und so witzig irgendwie. Also das ist meine Lieblingseigenart eigentlich. Und ich glaube, das kann man schon als Eigenart ansehen, weil normale Pferde machen sowas eigentlich nicht. Bist du in Espresso schon mit Kandare geritten? Ja, bin ich. Vor 2-3 Jahren, glaube ich.
da hatte ich mal so einen Dressur-Motivationsschub und habe relativ viel Dressurunterricht gehabt und bin dann auch auf Kandare geritten. Das hat er auch ganz lieb gemacht. Aber ja, irgendwie haben wir dann damit wieder aufgehört. Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es konnten einige eurer Fragen beantwortet werden. Und vielleicht war ja sogar deine Frage dabei. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, also tschüss und bis zum nächsten Video.